Hallo miteinander, ich begrüße euch zu einer neuen Wilddieb-Geschichte. Die letzten Monate waren bei mir doch sehr arbeitsreich und von daher konnte ich jetzt erst einen Film schneiden. Natürlich war ich dieses Jahr auch im Wald, aber ich habe es einfach nicht geschafft, irgendetwas fertigzustellen. Ich habe mir gedacht, die Brumft seht ihr auf vielen Kanälen und so wollte ich euch eine Vorfreude auf den nächsten Winter geben. Diese Bilder sind im Januar 2024 entstanden. Ihr seht vier Stücken Kahlwild, die zügig auf mich zuziehen. Auf jeden Fall wollen sie jetzt erstmal die Freifläche schnell überwinden, um dann auf meiner Seite wieder in den Wald hineinzuwechseln. Es ist im Moment noch recht diesig. Die Sonne soll aber auch wahrscheinlich noch rauskommen. Die Temperaturen sind aber recht angenehm, minus 8 Grad und ich würde sagen, ideal für eine Winterwanderung. Den Schwarzspecht, den ihr hört, habe ich vergeblich gesucht und so bleibt uns nur diese Tonaufnahme, aber die doch auch sehr schön die Stimmung rüberbringt, die hier im Wald vorherrscht. Ein Augenblick später zeigt sich uns dann hier der Fuchs, der sich eine Mahlzeit holen möchte, aber so richtig erfolgreich ist er nicht. Er kann keine Maus erspüren und so zieht er zügig weiter. Eventuell hat er von mir Wind bekommen, zieht sich jedenfalls erstmal zurück. Ich denke mal, von diesen lockeren Sprüngen können wir nicht sagen, dass das eine Flucht ist. Er schlägt einen riesengroßen Bogen um mich rum, um dann nachher parallel zu mir im Abstand von ungefähr 50-70 Metern wieder in den Wald hineinzuwechseln. Da haben wir ihn wieder. Er äugt zu mir rüber und zieht dann langsam in entgegengesetzter Richtung fort. Rehwild zeigt sich mir auch noch ganz kurz, also ist auf jeden Fall Bewegung im Wald. Dann entdecke ich unmittelbar vor mir eine kleine Blaumeise, die sich immer vom abgesägten Nachbarast ein kleines Holzstückchen rüberholt und es dann zerpickt. Ich kann mir vorstellen, dass sie eventuell kleine Larven oder etwas anderes Fressbares sucht. Naja, das geht so ein paar Mal hin und her. Wir haben ja schon öfter beobachtet, dass Vögel sich gerne in abgesägte, nach oben offene Äste setzen und da rumpicken. Vielleicht ist das in diesem Fall genauso. Dann bin ich erstmal einen Augenblick weiter in den Wald hineingezogen und entdecke dann dieses Hirschrudel. Näher ran möchte ich aber im Moment nicht mehr, weil ich vermute, dass sie mich entdeckt haben. Ich bin aber auf jeden Fall weit genug weg, so dass sie mich tolerieren und auch nicht die Flucht oder den Rückzug antreten. Und von daher kann ich noch einen Augenblick weiter filmen.
links von mir zieht zügig eine Rotte Sauen vorbei, die ich erst bemerkt habe, als sie auf meiner Höhe sind. Die Sonne steht sehr tief und strahlt heftig, aber wärmen tut sie um diese Jahreszeit nicht mehr. In diesem Moment überlege ich, ob sich doch tatsächlich ein Stück Kahlwild dazu gesellt hat, das gerade im Vordergrund zu mir rüberäugt. Das Rudel bewegt sich etwas und so ist ein günstiger Moment für mich und ich ziehe mich zurück. Tja. Ich sitze hier im Wald, wie ihr seht, es sind so um die minus 8 Grad. Ich warte hier seit 2 Stunden, dass irgendwas passiert, aber bis jetzt hatte ich nur eine flüchtige Rotte Sauen. Die habe ich allerdings nicht in der Flucht geschlagen. Der Jäger aus dem Nachbarrevier fährt immer mit seinem Auto durch. Ja, was soll man dazu sagen? Und da wahrscheinlich die Schweine wissen, dass er der Jäger ist. Egal welche Zusammenhänge man da draus sieht, auf jeden Fall flüchtet sämtliches Wild, wenn der Mensch mit seinem Auto durch den Wald fährt. Dazwischen ist noch ein kleines Bächlein, das ich euch schon öfters gezeigt habe. Und die Schweine marachen auch bei diesen Temperaturen durch den Bach und dann in schneller Flucht sind sie bei mir vorbei. Aber es ist weit weg, so dass Filmaufnahmen nicht möglich waren. Dann habe ich ziehendes Rotwild gesehen, Kahlwild, aber auch da war dieser komische, was heißt komische, da war dieser Lärchenbestand dazwischen. Ich zeige ihn euch mal. Da dieser komische Bestand. Hinter dem Bestand und dann kommt eine Wiese. Und dann an der Feldkante, das ist der Bestand, der Lärchenbestand. Dahinter seht ihr eine Freifläche, könnt ihr ja ahnen. Und dahinter an der Kante zog das Rotwild lang. Es ist ein wunderschöner Nachmittag. Wir haben das jetzt 15.30 Uhr und ich hoffe mal, dass nachher kurz bevor es richtig anfängt zu dämmern, vielleicht noch ein bisschen durchziehendes Wild zu sehen ist und zu filmen. Na gut, und wenn es nicht zu filmen ist, dann habe ich es wenigstens gesehen. Ich habe ja schon was gesehen jetzt ein bisschen, also von daher die Welt hier für mich in Ordnung. Das Frieren hält sich in Grenzen. Ja. Eigentlich ist es irgendwie angenehm. Schön frisch. Ich glaube, den Rest des Waldpalavers und was mir da so alles durch den Kopf gegangen ist, das erspare ich euch und wir sehen mal zu, dass wir jetzt im Film weiterkommen. Naja, wie ihr seht, ist dann doch noch ein bisschen Bewegung im Wald. Ein Kahlwildrudel ist dann erst
frontal auf mich zugesogen. Gott sei Dank haben sie dann ein bisschen die Richtung geändert, so dass sie jetzt parallel zu mir laufen. Und sie ziehen ganz, ganz langsam durch. Das Rudel setzt sich langsam wieder in Bewegung und zieht von mir weg. Und ich werde mich dann, wenn das Rotwild weit genug weg ist, werde ich aufräumen, werde alles einpacken und werde dann nach Hause gehen, um einen schönen Tee zu genießen. Am folgenden Tag war ich dann auch wieder im Wald. Ihr seht, es schneit. Hier schaue ich mir ein paar weitere Flächen an. Wild entdecke ich natürlich keins. Das steht im Wald und schützt sich vor dem Niederschlag. Ich will mich auch gleich wieder auf den Rückweg machen und entdecke dann diese Fährte. Diese Fährten sind eindeutig vom Wolf. Da sieht man Pfote in Pfote. Und danach zeigt sich mir dann auch ein Wolf, den ich fotografieren kann. Und es folgt noch ein weiterer Wolf. Diese Aufnahmen sind mit dem Handy entstanden. Das Bildmaterial ist doch eher schlecht. Aber warum zeige ich euch das? Ich bin der Meinung, dass der Wolf mir gegenüber, er hatte mich total bemerkt. Die beiden Wölfe hatten mich total bemerkt. Sie haben ihre Richtung nicht geändert. Sie haben keine Scheu vor mir empfunden. Und ich finde, dieses Verhalten ist doch sehr bedenklich. Und man sollte über den Umgang mit Wölfen nochmal nachdenken. Am nächsten Tag bin ich dann am Nachmittag in den Wald zurück. Ich wollte noch Spuren lesen, wollte schauen, was los ist, was sich bewegt hat. Dann habe ich diese kleine Rotte-Sauen gefunden. Das waren, glaube ich, nur 2-3 Stück, die doch sehr intensiv nach Fressen suchen. Mich haben sie in dem Moment nicht entdeckt. Dann konnte ich mich auch nachher wieder zurückziehen, weil viel los war nicht mehr.
Jedenfalls möchte ich mich mit diesen Bildern von euch verabschieden für diesen Film. Ich habe noch einiges an Rohmaterial in der Pipeline, so dass wir uns dann hoffentlich demnächst wiedersehen und ich es schaffe, mal ein bisschen eher einen Film zu schneiden. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.